Hallo und willkommen bei Springenden Daniels. Genau, bei Ages of Minecraft natürlich. Sieht man es, glaube ich, schon auf der Minimap. Egal. Wir haben Kleinigkeiten geändert. Kleinigkeiten. Das Offensichtlichste. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Ja. Also wie man hier schon sieht, da ist zum Beispiel eine andere Textur auf dem ME-Driver. Wir haben jetzt mal das Resource Pack geupdatet. Da sind jetzt auch neue Texturen drin für AE, dass das so ein bisschen sich in die restlichen Texturen von dem Texture Pack ein bisschen eingliedert. Und wir haben, wie man es vielleicht auch hört, Soundmuffler auf so ziemlich allen, was durchläuft, was den ganzen Raum hier deutlich erträglicher macht von der Geräuschkulisse her. Und wir haben Adventures Backpacks, das darfst du kurz erzählen. Was hast du gemacht? Genau, wir haben von The Bärtierchen einen sehr guten Hinweis bekommen, und zwar, dass man konfigurieren kann bei Forestry die Backpacks, was da rein kann. Und drum haben wir bei den Adventure Backpacks konfiguriert, dass die sogar alle Tools aufnehmen können. Das ist jetzt unsere neue Toolbox. Und genau. Zusätzlich können wir jetzt auch Karotten in den Hunters Backpack tun. Uli, uli. Yeah. Ja. Nachdem die eigentliche Toolbox ja wahnsinnig gut funktioniert hat mit wahnsinnig vielen Tools. Genau. Jo, ja, und das dann andere. Haben wir noch kleine, so eine ganz Kleinigkeit. So nebenbei bemerkt. Nebenbei, ja. Ja? Ja. Ja, ja, nebenbei ja. Bemerkt, sieht man, dass ich gerade keine Lebensanzeige habe. Richtig. Dann beschlossen werden wir das Format jetzt so ein bisschen. Boah, geil, wir können fliegen. Genau, also wir beschlossen eigentlich, das mit den ganzen Sachen bauen und sammeln und so ist irgendwie scheiße. Glaubt ihm nichts. Und interessiert nichts, ja auch keinen. Glaubt ihm nichts, glaubt und ihm nichts. Deswegen haben wir beschlossen, wir spielen es eigentlich einfach mal in Creative weiter, weil das geht einfach schneller. Und da braucht man nicht so viel, ganz so viele Sorgen. Und genau, dann braucht man auch die ganzen Farmen nicht, weil ja, muss man nicht mehr essen. Ne? Genau, also das ist jetzt das neue Format. Könnt ihr mal erzählen, was er davon haltet. Also wir finden es bestens cool. Glaubt ihm nichts. Ja, nee. Fast. Ja, aber wenn wir doch schon so schön fliegen können, könnten wir ja mal hier diesen tollen Aufzug nutzen, nach oben gehen. Und dann fliegen. Und dann einfach mal fliegen. Meinst du, dann sieht man eventuell Kleinigkeiten, dass, die sich dass wir kreativ waren. Boah, guck mal, wie creative wir sind. Ja, ja, wir waren voll kreativ. Das haben wir alles von Hand gebaut, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja. Ja, nee, weil man hat ja so ein bisschen vielleicht gemerkt, dass wir nicht selten geflucht haben über die Ore Generation. Also so ungefähr alle 5 Minuten. Wenn nicht öfter. Gold, Hust. Und andere Sachen, Hust. Und irgendwie haben wir beschlossen, das ist jetzt doch zu zäh. Und dann passiert das für die nächsten 10 Steps und Crafting Ages und so weiter dann auch wieder. Dementsprechend haben wir, was ist es? Custom Origin und PFA rausgeschmissen? Richtig, genau. Und stattdessen Realistic World Gen reingehauen. Mhm. Und im Endeffekt mal eine neue Welt generiert und da mal so ganz kreativ unsere Basis rüber gepflanscht mit World Edit. Dementsprechend sind jetzt an ein paar Stellen hier noch so ein paar raue Ecken und Enden. Das wollen wir jetzt eben mal, deswegen auch der Creative-Modus, ein bisschen ausbessern. Das andere Problem, das wir dabei haben, ist, dass das Kopieren leider keine Entities kopiert. Das heißt, unsere ganzen Viecher sind weg, die müssen wir neu spawnen. Und was leider auch nicht kopiert wurde, sind die ganzen Forge-Micro-Blöcke. Zum Beispiel jetzt die ganzen Transport-Pipes von Project Red. Die waren auch weg. Da haben wir schon mal angefangen, ein paar neue wieder hinzusetzen. Aber da fehlen noch einige. Die werden wir dann auch wieder platzieren dürfen. Mit anderen Worten, wir werden jetzt ein bisschen umbauen. Und wir haben uns gedacht, also in Creative, weil alles andere macht gerade ein bisschen aufwendig. Und richtig, wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal auf eine Folge mit. Genau, auf das spannende Umbauen. So, wir werden jetzt einfach eine Folge lang in den Tunnel buddeln. Ich glaube, der Jojo hat keine Lust auf Creative. Nee, der Jojo hat keine Lust auf Creative aus dem einfachen Grund, dass uns durch die Umsetzung natürlich sich die Positionen geändert haben und somit der Boiler, der Dragtech-Boiler, über einer Chunk-Grenze steht und bei Gragtech-Maschinen ist das wohl ein bisschen gefährlich. Jetzt und die will ich umbauen wieder. Und damit ich weiß, was ich alles noch an Sachen habe, will ich das nicht Creative umbauen, damit ich danach die Sachen wieder habe, weil ich sozusagen ja nichts Neues hinzufügen will, sondern was Altes hin und her. Genau. Ja, wir fügen da mal neue Sachen hinzu.
Also es gab jede Menge, wir haben ja früher ganz viele verschiedene Steinsorten gehabt und das Schöne sieht man hier im Lager. Also die ganzen Berge hier bestanden ja aus Limestone und Sandstone, Stone-Zeug, irgendwas. Mhm. Und wir haben mal so die Stone-Sachen in normale Stone-Sachen umgewandelt. Das heißt, hier unser Lager sieht jetzt auch also ein bisschen... Also das alles weg. Genau, also das nach dem ersten Versuch, wo wir das noch nicht gemacht haben, war hier einfach ein Riesenloch. Da waren Barrels mit... Das nichts. War schon auch lustig. Es sah lustig aus. Haben wir einen Screenshot davon? Nein, aber ja, jedenfalls sieht es jetzt hier ein bisschen anders aus. Auch ein paar Überbleibsel, wenn wir zum Beispiel mal hier eine Etage weiter runtergehen. Da ist übrigens auch ein Barrel falsch rum. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch damit zu tun hat, aber... What? Ja, hier. Das Barrel da, das ist falsch rum. Oh, ja, ja. Schön. Ne? Passiert. Ja, wenn wir nämlich mal hier runtergehen, da sieht man dann zum Beispiel, hier ist noch ein bisschen begrünt. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, naja, wie gesagt, wir haben es halt einfach eingefügt. Und ja, das ist jetzt halt teilweise ein bisschen... Genau, und den Spaß machen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen weg und tauschen Steine aus, damit es wieder gut ausschaut. Und machen tausche 3 Steine gegen 2 Wolle oder wie war das? Und ja... Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo diese Transportpipe dann ging, weil hier waren ja überall diese Pressure-Tubes. Ach. Ja. Außerdem haben wir noch die Zeit gleich genutzt und ein paar neue Mods hinzugefügt. Gemotzt? Wir haben die Zeit gemotzt. Voll rumgemotzt. Genau. Und zwar, was ist es denn? Wir haben hinzugefügt Buildcraft, aber nicht alles, sondern nur die Pipes, glaube ich. Genau, die Transportation. Und ich glaube zwangsläufig auch Silicon, wenn ich mich recht entsinne, für die Gates oder irgendwie sowas. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich glaube, Daniel, bei den ganzen Pressure Tubes musst du nochmal schauen, wie das vorher war. Das weiß ich nicht, was du da hattest. Wo die so genau lang liefen. Dann haben wir ein paar mehr Deko-Sachen reingebaut, damit Daniel auch mal wieder was zu tun hat. Wo denn, Flo? Ja, hinter deinen Barrels. Und zwar, um genau zu sein, ist das einmal Deco-Craft. Oh Gott, die. Ja, die, genau die. Ja, genau. Lass mich nochmal erwähnen. Ja. Und zum anderen Z-Towns. Die hast du schon gemacht, glaub ich, oder wie? Wer hat was, wer wie wo? Die Kisten stehen noch falsch rum. Hm. Oh, das ist auch schön, ja. Nee, ja nicht. Das ist blöd. Die sind nämlich sehr voll. Ich weiß nicht mehr, wo das angeschlossen war. Verdammt. Hinten oder vorne? Also hier ganz... seitlich. Hinten oder seitlich? Warte, kam das von hinten an oder von der Seite? Also hier unten stand... Boah, tief. Also ich meine, es muss ja von da gekommen sein irgendwie. Ich glaube, unten war der wie heißt der Timer? Ja genau, da war der Timer und da war der Exporter, ne? Für das Ding da vorne. Mhm. Ich glaube, mal hier ganz kurz... Ach, oh nee, jetzt muss ich ja wieder überall gucken, wo ist was im Barrel drin und wo nicht. Wie hieß denn das Ding? Exporter, Importer? Da ist was. Item Importer? Ist das richtig? Vielleicht. Also er sieht richtig aus. Das war irgendwie, glaube ich, da... Warte, wie ging das? Das ging noch nach unten. Ups. Da unten. War da unten dann... War dann da die Pipe oder wie? War das so? Kann das? Ich habe keine Ahnung. Das darfst du machen. Ich kümmere mich um meine Transportpipes. Ich habe keine Ahnung von den Dingen. Willkommen im Club. Point, das war so groß in Junction. Ja, das war ein Junction. Da war ja oben Wasser, stimmt ja. Wobei, das kann ich mir nicht. Ach, da spare ich mir jetzt erstmal. Das war ja eh bloß die nicht funktionierende Broadcasting-Dingens. Jetzt eigentlich alles abgerissen, hä? Noch doof. Wo ging denn hier das Ding durch? I'm confused. I got confused. Ach man, das... Nee. Ach da, nee. Oh, die jetzt alle zu setzen und dann immer noch drauf achten, in welchen Barrels war denn was drin und wo nicht. Wo ging die... Verdammt, wo ging die Item-Transportpipe durch? Das ist da, das sind 3 weiter vorne und das ist hier. Wait, da ist doch... Ah, warte mal. Das war, stimmt, das war, das ist ein, ja. Das ist ja der Stein, weil da vorher kein Stein. Jetzt Moment. Ja, das ist jetzt natürlich ganz lustig. Weil wir haben jetzt wieder neue leere Barrels, weil ja ein paar Steine fehlen.
Ah, good point. Wir haben wieder Platz. Juhu. Sehr viel sogar, ja. Gut, ja. Hat doch was. Interessant. Wieso? Ach Gottchen. Also das so. Ging dann hier lang. Ging das dann. Output Hedge. Da war echt die Brücke? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ging das dann drüber oder wie? Und einmal dahin. Daniel! Was denn? Ich weiß nicht mehr, wie das lang ging hier. Wo denn? Hier, die Item-Dings, Item-Tube hier, die da. Ging die über die Brücke oder unter der Brücke durch? Die ging dann das? Glaube ich. Oh. Ja, das ist eine durchaus. Ich glaube. Ich meine, die muss ja irgendwie. Ich glaube, die war relativ weit oben, aber. Also, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, sie gesehen zu haben, als ich durchgelaufen bin. Daher würde ich jetzt fast vermuten, sie ging unten durch, aber. Ich führe sie mal unten durch. Whatever. Why not? So, und das müsste dann irgendwie hier runtergelaufen. Warte mal, wo war denn. Hier kommt was hoch. Okay, das ist. Wenn ich jetzt wüsste, wie oft ich hier noch. Ich investiere mal kurz eine Junction. Ach, wird schon passen. Das ging hier hoch. So, der Steam Boiler steht schon mal wieder. Okay, das ist grün. Grün vermute ich jetzt mal heißt, es ist verbunden, oder? Ergo, es ist nichts weit auseinander. Wird schon passen. Der Steam Boiler steht, das ist doch schon mal fein. So, das ging jetzt dann hier rüber. Irgendwie so. Solange die Kabel angebunden sind. Dann. So und dann. Tja, und dann. Und dann. Und dann. Irgendwie sowas? Und das ging dann. Ah doch, genau, das ging hier durch. Ja, doch, das passt. Okay. So dieses Raten, wo Kabel mal lagen anhand der Löcher, die noch übrig sind. So, das müssten ja dann hier die Interface-Pipes gewesen sein. Ups. Grün, grün, wunderbar. So, und dann müsste das ja wahrscheinlich. Warte mal, die waren doch. Interface. Item Trans. Das ist natürlich durchaus ein bisschen blöd mit den leeren Barrels, weil jetzt ich die umsortieren muss ein bisschen. Ah, das geht schon. Du machst das. Waren die jetzt. Tja, war das von hier drüben oder von der. Ach, was weiß ich. Irgendwie sowas, vielleicht. Ja, oh, Foodbar. Ja, okay, wie war das denn hier? Das müsste ja. Foodbar. Eigentlich eine. Wunderbar, gut. Da sein, hoffentlich. Vielleicht. Ah, nee, genau. Oh Gott, stimmt. Das war ja. Okay. Oh, wow. Okay, das heißt, die müssten alle irgendwie hier oben auch Interface-Pipes gehabt haben. Theoretisch. Vielleicht. Möglicherweise. Was ist das denn jetzt halt hier? Ah, das ist quasi der manuelle Input. Daniel? Bei den Furnaces. Yep. Da hattest du ja, glaube ich, am Rand diese Hopper mit den Kisten gemacht. Hatten die äußeren auch ein Interface oder nicht? Oder hatten die bloß die Kisten? Die hatten. Obendrauf? Ja. Die hatten auch ein Interface. Die hatten auch ein Interface? Okay. Gut. Die Kisten habe ich da eigentlich nur angebaut, dass ich da mal über unseren überflüssigen Cobblestone reinpacken kann, dass das etwas priorisiert wird. Passt. Gut, dann kann ich das hier hinhängen. Da war ja wahrscheinlich hier noch. Wie war denn das? Also ich glaube, das war sogar super ineffizient, weil da war nämlich, glaube ich, noch eine Junction Pipe. Irgendwie sowas. Und dann, ja genau, das war diese komische Verbindung. Doch, ich entsinne mich, das müsste, glaube ich, so gewesen sein. Gott, war das verplant. Eigentlich brauchen wir diese Verbindung hier drüber jetzt gar nicht mehr, weil das war ja. Ah, nee, Schmarrn, stimmt, brauchen wir doch. Ich wollte gerade sagen, das war bloß die Baumfarm, das stimmt ja nicht, da war ja noch der ganze Rest unten da dann dran. Also ging ja oben rum. Wir hatten ja super das intelligente Pipe-System hier. Muss man schon mal bemerken. Jetzt meckert doch nicht über allem rum. Tue ich doch gar nicht. Ich finde das voll super. Alles hier. Alles hier ist super. Na gut, ist ja nicht so viel. Das müsste da gewesen sein.
Dann haben wir wahrscheinlich hier auch wieder eine. Vielleicht? Ja, doch, muss. Genau, sonst geht das nicht. Okay, du bist grün, wunderbar. Ach, scheiße. Komm ich da durch? Ja, vielleicht. Ah Gott, ich freue mich schon auf die ganzen Interfaces. Karten. Um so reinzuboppen in die Interfaces. Import und Export und so. Ah, schau. Mhm. Sind wir ja schon. So. Der ging dann darüber. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da war sogar irgendwie ein Interface hier oben, aber schon was, worum es geht. So. Dann ging das hier runter. Habe ich noch. Na gut. So, dann müsste hier und hier eins gewesen sein. Da das. Das. Es ist grün, wunderbar. Gib mir die Kiste. Die Kiste. Oh, du hast Kobbel, Kohle. Hm. Viel Kohle. Ja, da ist die Kiste, sehr schön. So, dann ging das hier runter. Das war mit, warte, die Kiste war geinterfaced, ne? Ja. Wie war denn das? Warte, machen wir das einfach hier. Ich weiß nicht, was die Seite war. War das die Seite? Hm? Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite. Egal. Brauchen. Nee, was? Nee, anders. Ist ja jetzt wurscht. Ach so. Ja, nachdem es hier runterkam, ging es eigentlich direkt. Aber nachdem die Kiste jetzt auch woanders steht. Ich verkabel es jetzt einfach effizienter, weil dann haben wir auch quasi weniger nachher übrig. So gesehen klauen wir uns sogar was, aber es ist wurscht. Genau. Und waren die unten schon geschlossen? Schon, ne? Oder? Hm? Irgendwie Output-Hash war da schon irgendwas angeschlossen? Aber ja, da war Charcoal. Ja, die Kiste. Aber unten, also das Ding an sich, das hier, hat das irgendwie einen Output oder sowas? Nichts, gar nichts. Nichts, okay, wunderbar. Das hat ja nur Output-Dumped. Gut. Der ist mehr oder weniger angeschlossen. Gut. So, das ist das, das geht darüber, das passt. Das. War der nicht voll? Ah, nee, in meinem. Dahin. Im Backpack. Was oh Gott, dann geht das jetzt mit den Chips los. Chip, Import, Export. Extractor, genau, so was. Extractor-Chip. Responder-Chip. So, die GregTech-Maschinen würden theoretisch wieder laufen. Charcoal. Theoretisch. Responder. Mhm. Machen wir uns doch erstmal 64 Responder-Chips auf Charcoal konfiguriert. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Weil die brauchen wir nämlich überall. Das war, wie war denn das? Das waren. Nee, Spann, das waren die hier nicht. Die unten waren auch nicht angeschlossen, genau. Das heißt, die brauche ich gar nicht. Wunderbar. Das heißt, das sind. Ah, scheiße, richtig. Das draußen war die Kobbel. Den Kobbelgen müssen wir noch anschließen. Okay. Du. Das glaube ich. Nö. Egal. Okay. Liegt nicht. Nun. Ich wollte gerade sagen, der ist gerade abge. Das habe ich nicht reingetrennt. Mit den Kabeln, aber ist logisch, weil es sind ja keine Kabel mehr da. Eben. Das meinte ich ja damit. So, und du. Gut. Ich habe irgendwas reingeschifft. Ach, das war der Scoop. Also nur die oben, die Dinger auch. Wunderbar, so. Gott. Wir hatten doch schon relativ. Wow! What the fuck? Hm? What the fuck? Hm? Seid ihr schon mal durch Türen gegangen? Gegangen. Grundsätzlich ja. Die Welt ist kaputt. So kann ich nicht spielen, tut mir leid. Das ist. Wo denn? Was denn? Wie denn? Das geht nicht. Ja, die gehen jetzt so mit Animationen auf und zu. Ach so, ja. Genau, den Mod haben wir auch rein. Aber nicht bei den Carpenter Doors, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee, da nicht. Was, welche Türen denn? Wo ist denn so eine Tür? Zum Beispiel oben bei unserem Haupthaus, bei da wo wir angefangen. Hier, hallo, da genau, jetzt. Das ist, mal auf müsste Malises Doors sein. Carpenter Doors hin. So, das heißt, das ist das so. Dann brauche ich genau du da extra. Der müsste ja eigentlich auf alles gewesen sein, theoretisch.
Eigentlich. Eventuell, möglicherweise. Vielleicht. Hier war es automatisiert, ich glaube nicht. So. Prinzipiell. Oh, ja, da kommt gerade der. Ups, da kam gerade Charcoal durchgeschossen. Okay, gut. Dann muss ich ja jetzt noch die. Oh, die war noch nicht angeschlossen. Wo ging die lang? Wahrscheinlich hier durch, gerade so irgendwie so querbeet. Sowas vielleicht. Grün passt gut. Lalala, lalala, lalala. Halt, der braucht auch einen Responder. Ich hoffe, das ging so. Plank. Nee. So. Oh shit, richtig, da kriegt ihr auch noch was. Egal. Extractor. So, was kam da jetzt alles raus? Saplings, Holz, Sand, Äpfel. Okay. Extractor Chip. Saplings. Das Konfigurieren ist noch ekliger als das Zerlegen. Saplings, Holz, Sand. Okay. Da. So, ja, vor allem, ich weiß nicht mehr, in welchen wir Upgrades drin hatten, weil wir hatten in irgendwelchen noch Upgrades drin, aber egal. Der kriegte Fertilizer, genau. Sonst ja, doch, Dirt, genau, Dirt hat er noch gekriegt. Hat er auch keinen da mehr. Da brauchen wir auch unbedingt einen Aufzug. Responder, Filter, Whitelist, Fertilizer, Dirt. Okay, Kloink. Hier, ja, könnte nicht schaden. So. Jetzt wird der schon mal wieder geleert. Das ist doch schon mal positiv. Hatten wir noch irgendwo. Irgendwie finde ich das toll, dass man da einfach mal normales Eisen in der Wand sieht. Ja. Ja. Nicht Eisen, was aussieht wie Gold. Ja. So. Ja, also ich muss sagen, ich finde es ja irgendwie schon schade. Also an sich hat mir Geologica echt gut gefallen, beziehungsweise per Fabrica Aspera. Aber das Problem war halt einfach, dass Greg in seiner Config sagt, grundsätzlich sämtliche Erze nicht spawnen, wenn PFA aktiviert ist. Das kann man auch nicht mal sagen, ja, mach trotzdem. Wir sind halt damals davon ausgegangen, dass sämtliche Erze dann auch tatsächlich da sind. Wie sich rausgestellt hat, nein. beziehungsweise sind vielleicht da, aber dann sind sie, wenn man sie masseriert und sonst was, doch noch nicht direkt das, sondern erst was anders und das müsste dann erst irgendwie durch einen Pulverizer und die Zentrifuge und Electrolyzer und dann kommt aus 8.1 davon raus. Und naja, das ist zum Beispiel bei so Sachen wie Ruby einfach ein Problem. Mhm. Während man bei Gregtech jetzt einfach ja, Ruby finden kann. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Folgen dann hier mal auf Erkundung gehen, weil wir wissen natürlich überhaupt nichts. Wir haben jetzt ja, hier ein bisschen die Umgebung erkundet, um einfach zu schauen, ist der Spawn hier schön und passt ungefähr unser Hauptquartier rein. Also wir haben halt irgendwas gesucht mit viel Wasser. Aber wie es unterirdisch und vor allem auch, wie es aussieht mit irgendwelchen Ressourcen, wissen wir gar nichts. Auch hier unterirdisch, unsere drei Tunnel sind natürlich jetzt leider komplett weg. Ein bisschen abgeschmiert. Ja, da müssen wir schauen, die können wir eventuell nochmal wiederherstellen. Ja. Da wird ja jetzt noch mal ganz so viel Granit sein. Durchhauen einfach. Ich meine, theoretisch können wir es auch neu graben, mehr oder weniger, weil sind ja Ressourcen drin. Ja, gut, können wir. Auf jeden Fall nehme ich hier mal das Kupfererz. So, warum bist du jetzt nicht? Yay! Krieg direkt ein Achievement. Mal Taking Inventory habe ich, oder? Ja, gut. Wie kann ich es auch nennen? Und schau mal, ob ich hier vielleicht noch irgendwie Eisen oder so finde, dass ich mal zumindest schon mal die zwei wichtigsten Sachen konfiguriert habe. Was ist das denn? Small LED. Why you know? God damn it. Ging das?
Ging das mit dem Extrahieren auf Blacklist echt nicht? Ich dachte, das ging. Oh, guck mal, ich habe Redstone gefunden. Oh, unsere Überlaufkisten sind übrigens auch leerer, weil da auch Items drin waren, die es jetzt nicht Blacklisten gibt. Wir halt mal Sand, vielleicht geht's ja dann. Oh, richtig, Silk Touch, da war was. Ich hatte ja gar keine Fortune, ich hatte eine Silk Touch. Ja, super. Was kommt denn hier raus? Diese Extraktor-Dinger sind irgendwie auch so ein bisschen blöd. Oh, ich habe gerade den Gang gefunden, den ich mal gemacht habe, weil hier war eine Fackel noch eingegraben. Also ich habe jetzt mal dem Extraktor für den Hopper oben bei den Furnaces in der Blacklist einen Sand reingetan, weil sonst macht er nämlich gar nichts. Aber sobald eins drin ist, dann weiß er, dass die anderen doch dürfen. Sonst ist es nur umkonfiguriert. Okay. Ja, genau. Okay. Die Stone Stairs sind hier übrigens nicht in der richtigen Richtung. Wie kann man die denn umdrehen? Neu setzen. Wrench. Theoretisch. Nicht der Gregtech Wrench. Aber anscheinend kann man sie trotzdem hochgehen, das ist ja schon mal was. Was? Okay. Ah, nee, die. Achso, wenn sie. Egal. Die sind gar nicht alle falsch, das waren nur die unteren. Hä? Sind die. Ah, ab hier sind sie falsch, okay. Dann bauen wir die mal ab. Und setzen die neu hin. Pressure Tubes, haben die Doppelkisten erkannt? Gute Frage, weiß ich nicht mehr. Glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, deswegen hat das auch immer doppelt hinten, ja. Ich glaube, das ist die doppelte hinter, die Pubs. So, das möchte. Ah, stimmt, genau, okay. Kobbel. Unter anderem. Ah, stimmt, der Bolle auch. Ach, okay. Sand, wo kommt denn her? Gut, so, jetzt das kommt man hier schon mal hoch. Oh. Und hier drüben müsste es ja auch irgendwie weitergegangen sein. Ich finde den Miner immer noch toll, den Mining Drill. Auch wenn er leider nicht verzauberbar ist. Ich habe ja irgendwie mal in meiner Naivität gesagt, klar kann man den enchanten. Das war irgendwann mal. Und ich habe auch übrigens das nachgeschaut. Das war ein 1,6 oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon definitiv gesagt hatte. Es geht tatsächlich, gibt es keine Asteroiden mehr im End. Ah ja, hab ich gleich auch nicht gesagt. Ne? So, du kriegst auch einen. Warte mal, habe ich den schon? Ist der konfiguriert auf Cola? Nein, natürlich nicht. Whitelist. Coal. Ja. Oder nicht? So. Wir wissen nicht mehr. Ups. Ach, du bist gut. Okay. Und da ist durch. Aber wie gesagt, wir finden ja neue Sachen, drum ist es auch nicht so schlimm, hier nochmal zu buddeln. Ja. So, theoretisch könnte das Lager wieder funktionieren, außer die Apfel. Hat jemand die Apfelfarm, Baumfarm oben schon neu gemacht? Angeschlossen? Ja, ich glaube. Sie sollte funktionieren. Also prinzipiell habe ich es angeschlossen. Ich glaube, sie wurde auch was rausgezogen, ja. Es sind zumindest Kabel da, sagen wir es mal so. Ja. Blockbreaker. Nicht so langsam. Wir hatten den von Project Red, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Den Blockbreaker, den günstigeren auf jeden Fall. Stimmt. Mal. Dann war es der von Project Red, genau. Nachdem wir wieder Äpfel im Inventar haben, ja. So, wie rum war denn das? Stimmt das jetzt? Oder macht das den Ofen kaputt? Ach so, die erste Farm, ja, die hat Flo gerade angeschlossen. Ja, genau, die erste hatte ich gemacht, ja. Doch, das stimmt so. Jetzt ist unsere Apfelvernichtungsanlage auch schon wieder angeschlossen. Wait, war da nicht noch ein Hopper? I'm confused. Ich weiß nicht mehr, wie unser Block, unser Cobblegen aufgebaut war. Weil irgendwie gefühlt sind hier zwei Hopper zu wenig, aber ich bin mir nicht sicher. Wo bist du? Ich bin beim Cobblegen. Ich weiß nicht mehr, wie die. Ich dachte, die waren links und rechts, aber anscheinend irgendwie doch nicht. Ah, nee, ich glaube, stimmt, das haben wir, glaube ich, umgebaut. Okay, das heißt, die müssten dann doch dahin. ich brauche mal kurz hier weniger Wasser. Ich generiere uns mal wieder Schafe.
Sehr gut. So, also ich habe jetzt gefunden. Wie viele hatten Kühe, wir denn? Die mehr oder weniger sehen oder so? Sachen. Kupfer. Ah, apropos Schafe, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt, oder? Das, woran das lag, dass die nicht keine Wolle mehr gekriegt haben? Haben wir nicht gesagt, richtig. Gut, das sagen wir auch nicht. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir on-air bemerkt, das erwähnt haben, dass sie keine Wolle mehr bekommen haben. Das glaube ich schon. Da ging es wahrscheinlich irgendwie darum, dass sie sich, dass sie Strahlenkrankheit haben und sowas. Aber. So, du möchtest Kühe hinten ins letzte Ding von der. Da fährt übrigens kein Zug. Ja, genau, da waren, glaube ich, 4 Stück drin oder so. Ja, Zug brauchen wir auch wieder. Ist ja auch eine Entity. Ha, so viel zu tun. Mhm. So wenig Zeit. Wie war denn das? Gut, also, Kupfer hier Hühnchen, rein. Hühnchen, da waren viele Hühnchen drin. Ich kann mich erinnern. Sind wahrscheinlich viele auch. Was? Das war nicht so. Ach so, vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie es war, aber so funktioniert es zumindest. Wow. Yep, sind auch. Hm. Hühnchen, geht zur Seite, sonst tötet ihr euch gegenseitig. Blöd. Wie sieht's bei Blei aus? Crushed Lead. Oh, endlich der richtige Lead und nicht irgendwie so komische falsche Sachen. Jetzt hier der Tunnel lang. Theoretisch ja noch weiter. Verdammt, aber hier ist quasi. Verdammt, wo ging jemand? Goddammit. Der ging irgendwo. Ich muss von der anderen Seite ran. Zentrifuge ohne. Das ist lauter Zeug, wo ich jetzt nicht weiß, wie das. Ui, da ist noch Wasser. Also, es müsste der so, Ausgang sein, da drüben. Was ist wo geworden? Ich habe nur geguckt, was aus unserer Plantage hier oben geworden ist. Also was wirklich schnell wächst es nicht. Zentrifuge auch hier. So lichtmäßig, aber es wächst. Das, okay, hier geht was Hallo, durch, das ist gut. Ich brauche mal Licht. Oh, du, das ist ja dunkel. Okay, das war echt der Sand. Das ist ja bescheuert. Das ist ja bescheuert. Ernsthaft? Hatten wir das? Ah, wahrscheinlich. Aber ich finde, unsere Umgebung ist jetzt viel piratenmäßiger. Mhm, Karibik so. So, das heißt... Das und das Ödland ist weg. Juhu. Stimmt. Das müsste dann ein Interface gewesen sein. Und da müsste ein... Auch erstmal da noch rein. Gut. Hat ein bisschen was von SeaWorld hier. So, Extractor. Hallo Hühnchen, wo kommst du denn jetzt her? What the f... Surprise. What the f... not helping. Nicht? Nee. Schade. Nicht wirklich. Ach, schade, es ist natürlich... okay, ich beschließe mal, da ist bloß Koppel drin. Oh, Limestone ist ja tatsächlich von Chisel, nicht von Geologica. Jein. Geologica hatte auch einen Limestone. Naja, aber deren, den wir jetzt hier gefunden... Oder wo ich dachte, wie haben wir hier Limestone? Dafür ist da. Die schwimmende Kuh. Mhm. So, raus hier. Wie sieht es eigentlich aus mit den Ecken? Wollen wir die irgendwie abrunden oder runde Ecken? Habt ihr das schon gemacht? Die Erhöhung. Ja, hier haben wir doch so Steilküste ziemlich oft. Also ich habe im ersten Moment gedacht, es sähe bestimmt cool aus, wenn wir das so ähnlich machen wie hier. Was? Also, wahrscheinlich war die Küste voll. Du meinst so schon Steilküste, aber nicht ganz so steil. So burgmäßig quasi. Ach so, die Seite, okay. Warum ist hier eigentlich... Ich habe gerade nicht zugehört. Um was ging's? Um unsere Steilküste. Klippen? Mhm. Was mit denen machen? Hier so. Also ich glaube, das würde gut aussehen, aber es ist halt viel. Ziemlich viel. Rücks jetzt hinsetzen oder was? Du wolltest ja hier mal einen Tunnel durchbauen. Ja, auch das. Jetzt muss ich erstmal Platz legen. Du wolltest ja hier mal einen Tunnel durchbauen. Wollte ich.
weil da ist Wasser und da ist Ach so, ja, richtig. Du meinst, das Wasser wieder verbinden. genau, und da hinten ist nämlich der Fluss, der da, wo es weitergeht. Genau. Ja, also wir wollen das natürlich versuchen, zumindest wieder ins. Oh. Ich muss mal hier hinten ganz schnell dicht machen, weil sonst ist es nicht mehr. Ja. Ja, Genau, ja. irgendwie sowas Da war ist nämlich das. ein Loch hinten im Berg für das, was wir extra abgesperrt haben. Kommt jetzt da Kobbel? Bitte kommt jetzt irgendwann Kobbel, das wäre toll, wenn Die du Frage ist, kommst. wenn ich da durchbaue, komme ich dann zu dem, wo wir extra abgesperrt haben, hin? Das Je nachdem, könnte wie du buddelst. gut. Das könnte gut passieren, ja. Kommt er jetzt? Ah, nee, richtig, ich habe noch nicht verbunden. Also eins, zwei, drei, vier Blöcke über Wasser wegmachen ist unkritisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich hätte jetzt gedacht, das wird so eine mehr oder weniger Höhle. Er Also. muss halt auch so breit sein wie der Fluss, das ist das Problem. Naja, aber jetzt Jawohl. nicht Ha. nach Treffer. oben so hoch. Ugh, das ist Nee, Red Granite. muss nicht extrem hoch sein. Kobbel, 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 Soll Kobbel, ich dir ein Kobbel. bisschen helfen, so im Creative? Yay. Ja, bitte. Oh, Soll ich ich dir so hab ein dich bisschen helfen mit gecrittet. einer Holzaxt? Das ist auch gut. Ich. Oh, schade. Eine magische Holzaxt. Das Die wird jetzt hilft auch. natürlich. Das wird jetzt natürlich ein bisschen Wow. eklig, sich da durchzubuddeln. Dann Sodass schauen wir es doch auch mal, wie ist denn natürlich das? Das aussieht. geht. Ja, ich würde Das sagen, wir irgendwie. machen, schauen jetzt erstmal, wo wir überhaupt Oh. hin müssen. Wollen wir es einfach mit Super Pickaxe machen? Und Ja, aber damit dann ist auffüllen? alles weg, oder? Ja, halt in einem gewissen Radius. Du kannst ja einen recht kleinen Radius angeben bei der Dings. Ja, dann mach mal. Also theoretisch Aber habe nicht ich. das Innenleben von dem, was wir abgesperrt haben und noch nicht zeigen möchten, abwegmachen. Das ist ja das Ja, Problem. das werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Ja. Wenn ich jetzt hier mal. Ups, das ist fast noch ein bisschen viel. Das ist zu viel, ja. Boah, das ist generell recht viel. Das ist. Ja. Mach mal eher hier unten, da ist es vielleicht sicherer. Ups. Yeah, ich bin durch. Da, ja, da ist was. Ich gehe da mal nicht hin. Nehme ich auf. Weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, Daniel, was machst du? Kameramäßig. Ursprünglich alle, dachte ich jetzt in dem Fall. Okay, Da dann sind mache ich hier mal so, ohne Bricks. dass man spoilert. Okay, du kannst wieder hin. Man hat Ja, nichts gesehen. das ist schön. Ich schau mal, ob ich jetzt von der anderen Seite herkomme. Denke ich. Ganz vorsichtig und hoffentlich. Ich halte mich ein bisschen links. Muss die einfach nur tief halten. Genau, Ja, sehr ich gut. meine, das soll ja irgendwann Wasser durch, so gesehen. So. Gut. Oh. Zitatsch. Okay, das wird eklig, das Mir wird's nicht. nicht gut. Ist das sicher? Ja, das passt noch gut. Oh. Eine So. Kuh geht schon wieder baden. So. Da gab es doch jetzt irgendwie sowas wie. Schauen wir mal, ob ich das mit den Commands hinkriege. Wie viel? Ah, nee, so nicht. Okay, ich muss kurz in der Wiki nachschauen. Es gibt irgendwelche Commands mit Worldlet und Wasser aufzufüllen. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Oder war es einfach Fix Water, irgendwie sowas? Es ist schon mal positiv, Ja, dass das Radius. Wasser auf Sie? beiden Seiten in der richtigen Oh! Höhe ist. Die Kuh ersauft. Macht nichts. Schade, Kuh. Arme Kuh. Aber es ist. Ja, wird. Juhu! Ey. Ah. El Das Water. war doch relativ unschwierig. Gut. So. Wir haben einen Kanal. Wir haben einen Kanal. So, das Die muss jetzt noch irgendwie. Feinaufarbeitung überlasse ich jetzt Und mal irgendwann Johannes. darf Daniel das Ganze zu einer so Piratenhöhle Oh ja, ausbauen. bitte. Mit kleinem Boot-Dock unten drin. Ja.
Mit irgendeiner sinnvollen Anbindung nach dem, was wir noch nicht zeigen möchten. Genau. Mhm. Das passt doch. Okay, da kommt die Kobbel. Das, ist das erinnert mich dann sehr ans Disneyland. Oh Gott. Was? Warum? Paris? Disneyland? Es ist wahrscheinlich egal, welches Disneyland. Warum? Was? Wie? Ja, wenn ich das jetzt sage, spoilere ich halt komplett. Darum sage ich es nicht. Ja, dann lass es halt. Ja, dann lass es halt. Foodbar. Unten die Dings war ja auch mit. Die war ja auch mit. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Mehr braucht man da eigentlich auch gar nicht, denke ich. Fudge. Da haben wir jetzt hier einen Fudge. Schönen wow, Durchfluss. Ich räume mal unten den Portalraum auf. Mach mal. Der gerade etwas mit Sand voll ist. Oh. Wir können auch mal hier übrigens das, was wir nicht zeigen wollen, mal von vorne zeigen. Mhm. Wenn wir schon so schön abge. Wir haben es nämlich mal so wie im Bundestag eingehüllt. Mhm. Naja. Was ist der Portalraum? Wie heißt der Kerl? Christo oder sowas? Christo, ja. Lalalala, Sand verschwinde. Ui, schau mal, das ist eine Fackel. Ach du liebe Güte. Ein bisschen eingebaut hier. Ja, so ein bisschen. Das ist genau der Grund, warum ich eine große freie Fläche wollte fürs Pasten, weil sonst hätten wir das in jedem Raum gehabt. Das Neverportal ist voll mit Sand. Nee. Du hast das Portal kaputt gemacht. Nein. Doch. Ich seh's doch. Ich seh's doch, es ist aus. Ja. Weil da Sand drin war. Ja. Das sagen sie alle. Genau. So, wie war denn das dann gerade hier? Wow. Ja. Okay. Gut. Und das ging, glaube ich, hoch. Irgendwie. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir sind schon lange drüber. Ich dachte, ich lasse euch noch machen. Ja, oh. Dann. Schau ich mal, ob ich noch die Tür hier schnell zum Laufen kriege und dann. Habt ihr eigentlich an die Lokomotive gedacht? Was ist denn so? Die fehlt immer noch. Die Tür geht wieder. Nee, ich hab dran gedacht, ja, ich hab sie noch hingesetzt. Was? War das schon immer eine Glastür? Ja, das war schon immer eine Glastür. Okay. Dann setzt die doch noch hin, die Lokomotive. Locomotion. Und, sie hat einen Train-Card hinten. Ein Card, genau. Jetzt habe ich irgendwie viel Cobblestone und sonst was eingesammelt. Soll ich das wegschmeißen oder soll ich es ins Lager packen? Ich glaube, wir haben genug Cobblestone, kannst du wegschmeißen. Cobblestone haben wir einen Generator, das ist kein Problem. Also nein, nicht im Prinzip ist es wurscht. Du kannst höchstens, wenn du das Spaß hast, dran es in bei den Furnaces in die beiden äußeren Kisten packen. Da. Welche Furnace ist die oben? Die hier in die beiden Kisten. Ja. Was? Nein, nicht startet. Dann wird das nämlich einfach schon mal eingeschmolzen direkt. Hast du jetzt was Wasser? Das ist schon ich mal hätte hier auch noch Black Granite. Black Granite machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, ob die. Das kannst du in die Kiste ins Lager packen. Fuhr die mit vollem Speed? Ich glaube nicht ganz, ne? Ja, so fast voll. Schauen wir mal. So, der ist noch. Smooth Black Granite. Oh, zum Glück, die haben sich die Config gespeichert, das ist schon mal viel wert. Sind die Rails noch richtig rum? Nicht, dass die jetzt auf die Fallseite ausspucken. Warum ist diese kleine Kuh jetzt außerhalb des Geheges? Ja, das hatten wir, wenn die spawnen und keinen Platz haben, die neuen Jungen, dann kann es sein, dass die draußen kommen. Das ist ein bisschen blöd. Das sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Ja. Gut. Tschüss, kleine Kuh. Fährt sie schon? Also theoretisch. Gleich, sie braucht noch ein bisschen Dampf. Gleich. Jetzt dann. Wow, falsch rum. dreh um. So. Jo, jetzt bleibt sie wieder stehen. Genau, wird's mit Kohle befüllt. Jetzt wird sie noch mit. Oh. Das hat jetzt gerade noch nicht so ganz funktioniert. Warum bist du Ausschalter? Ah, okay, man muss die Schalter kurz neu umlegen, weil das sonst vergisst, dass die anderen anscheinend. Zoom. Ist der, hofft ihr das? Bist du an? Nee, dann bedienen wir es auch noch kurz. Okay, so. Jetzt aber. Jetzt bleibt sie stehen. Genau, der ist mit. Ja. Warum fährt er jetzt nicht weiter? Das weiß ich nicht.
Weil da ein kleines Kind drin ist und ich das Kind jetzt mit Kohle gefüllt wird oder so. What? Das weiß ich. Das ist die neuere Fütterungsanlage. Ja, frisst Kohle. Nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er steht. Nee. Ah, hat er sich den mit dem Mode nicht gemeldet? Das kann auch nicht sein. Nee, da hat er keinen Mode eigentlich. Das ist nicht. Ah, doch, es kann sein, dass die den. Wie war denn das? Das war. Ich weiß mal nicht, welcher Mode das war. Ich glaube, es war Holding Mode. Ach, keine Ahnung. Fahr du mal. Nee, fahr mal weiter. Ich muss an deinem. Goddammit! Lever. Ich brauche ein Redstone-Signal. Bitte kurz, danke. Wie kriege ich dem jetzt ein. Geht das da? Nein, shit. Shit! Runter, Block. Alles ist kaputt. Daneben vielleicht? Ah ja, daneben geht. Okay, so. Mode. Ist es nicht die falsche Richtung oder sieht das nur so aus? Holding Mode? Falsche Richtung? Jetzt? Nee, jetzt die geht's. Das Vieh zumindest mal raus. Die ist aber schon schnell. Hat mir die so immer so schnell? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube so schnell nicht. Aber der saugt jetzt keine Tiere mehr. So. Was sind die? Schon. Hä? Okay, Pfeile zeigen in beide Richtungen. Nee. Okay. Genau. Nee, hier nimmt er. Doch, jetzt geht's. Okay. Aber wahrscheinlich war zu schnell vorher. Gut. So war es so wunderbar. Gut. Sehr gut. Dann spuckt die auch hier aus. Ja, brav. Gut. Jo, dann passt das. Ja, dann werden wir noch ein bisschen weiter rekonstruieren. Hier, unser Bärendach sieht auch sehr schön aus. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Das ist auch nochmal. Ja, das sind halt die ganzen Microblocks, die jetzt weg sind. Das ist ein bisschen blöd. Ja, also wir werden noch ein bisschen aufräumen, craften und sonst was werden wir natürlich nicht in Creative. Also keine Angst. Wir werden in Creative nicht craften. Nee, da werden wir uns auch was anderes hercheaten. Richtig. Blöd sind wir jetzt auch mit. Genau. Also das sollte jetzt nicht sein, um uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen oder sonst was, sondern einfach um aufzuräumen. Und ich denke, das ist auch okay, weil, naja. Ja, hör mal. Sonst wären wir noch ein bisschen beschäftigt, wenn die beiden das jetzt hier nicht gemacht hätten. Das stört, du kannst mich mal. Genau. Ich glaube, da hinten ist ein Berg. Dann war's das für diese Folge. Wie gesagt, wir räumen noch ein bisschen auf. Ja. Und vielleicht zeigen wir euch dann ja endlich, was wir verhüllt haben. Vielleicht auch nicht. Je nachdem. Je nachdem. Das Problem ist, das, was verhüllt ist, war ursprünglich fertig. Sie ist jetzt natürlich wieder kaputt. Ja, mal. Das ist eigentlich das große Problem. Nach dem großen Erdrutsch von 2015 ist das. Ja. Was wir übrigens noch zeigen können, wir haben jetzt hier einen ziemlich coolen Berg vor der Haustür. Unser Hausberg. Ach, da drüben ist ein Berg? Da drüben ist ein Berg, ja. Wow, da drüben kommt ein Berg. Ja, da. Oh, da ist ein. Ja, da. Der ist ja. Höher. Ah, Lelo, da sind Kühe auf dem Berg. Kuhberge. Ja, da ist ein Berg. Was ist das denn für ein Stein? Clay. Cyan Stained Clay. Okay. What the Clay. Hell ist der Clay. Das ist alles Clay. Okay, sehr cool. Wir brauchen nie wieder Clay. Okay, schaut euch den Berg jetzt nochmal an. Morgen ist er weg. Er wird jetzt gnadenlos weggequarried. Wir brauchen mehr Clay. Ja, nett. Okay, vielleicht sollten wir uns nicht ganz so viel. In Creative umschauen, das ist ein bisschen blöd. Ja, wir haben Jetpacks. Ich bin mit Jetpack hier hochgeflogen. Richtig. Also, ja, wir nicht. Ja, wurscht. Runter dauert zu lang. Nee, du kannst aus dem Flugmodus rausgehen. Ja, ich weiß schon. Also ich sehe jetzt hier keinen Vorteil, dass wir da hochgeflogen oder dass ihr da hochgeflogen seid in Creative. Wahrscheinlich ist das irgendein Geheimnis. Ausschauturm draufbauen. Wahrscheinlich ist das irgendein geheimnisvoller Vulkan. Und er bricht gleich aus und dann ist wieder alles kaputt. Oh Gott. Das ist, wir schreiben mich noch auf ein Schild hin, so Pompeji, und dann. Yes. Ja, also ich muss sagen, die Realistic World Gen, die macht schon coole Sachen. Ja, durchaus. Ja, nein, ich bitte das normale Theme. Da wünscht man sich in Minecraft größere Sichtweite. Hinter dem Berg ist ein Asteroid von AE. Okay, sehr gut. Ja. So, kann die Basis jetzt bitte wieder laden? Was ich gerade noch überlegen bin, ich glaube, ich werde dann noch auch schauen, wo hier das Endportal ist, weil wir hatten ja unser Endportal schon. Ja, genau. Dass wir das auch wieder anbinden. Okay,
dann war es das mit unserer Aufräumfolge. In der Tat. Und dann schauen wir mal und werden euch wahrscheinlich das nächste Mal zeigen, was wir alles wieder repariert haben. Oder vielleicht sind wir dann doch wieder in einer ganz anderen Welt. Das kann auch passieren. Ja, wir machen das jetzt einfach so jede Folge neue Welt. Ja, super. Wir machen nur noch Aufräumen. Du könntest vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, dass das jetzt hat ja quasi nun, dadurch, dass die Mods alle anders sind, ein neues Modpack im Endeffekt ist. Richtig, genau. Also wir haben ein neues Modpack erstellt, einfach aus dem Grund, damit wir den Leuten, die vielleicht mit der anderen Version doch weiterspielen wollen und nicht so feige sind wie wir oder einfach mehr Zeit haben zu den Aufnahmen, weiterspielen können und nicht wir die Welt kaputt machen, haben wir ein neues Modpack erstellt. Das heißt einfach Ages of Minecraft 2. Sehr kreativ. So sind wir. Link ist oder wird in der Videobeschreibung sein. Vielleicht. Kommt drauf an. Hoffentlich. Außer wir vergessen es. Ja, die Sache ist halt, wir wollen es jetzt wahrscheinlich nicht gleich unbedingt releasen, weil ja, wie gesagt, zum Beispiel noch Beta-Buildcraft drin ist und sowas. Und da weiß ich gar nicht, wie das genau da ist mit Beta in Modpacks und sowas. Genau, also wird irgendwann veröffentlicht worden sein. Coming soon, TM. Typisch gesagt. Wie immer. Jo. Genau. Und somit haben wir jetzt 10 Minuten für die Verabschiedung gebraucht. Ja, das geht doch. Da waren wir schon mal besser. Glaube ich, gut. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Servus. Ciao, ciao. Tschüss.